herzlich begrüßt. Hier ist Vyacheslav Seewald. Wir befinden uns im Moment in Bogen, bei den Bogener Rautentagen. Und ich möchte dir eine sehr interessante Entdeckung zeigen, die wir auch schon gemacht haben. Und zwar, ich möchte dir einfach mal kurz eine Fahne zeigen. Hier vom Europapark Bayern Böhmen. Da siehst du ein großes, allsehendes Auge. Und in dem Auge selber findest du einen Baum. Aber der Baum ist dann so abgebildet, ja, dass da keine Wurzeln zu sehen sind. Das heißt im Grunde genommen, wie wir dieses Zeichen unter anderem deuten können, also dieses allsehende Auge hält Ausschau über diese ganzen Feste und so weiter, zum Beispiel über diesen Fest auch, ja, und möchte aber den Menschen keine Wurzeln geben in dem Fall. Denn die Wurzeln, wenn die Menschen wieder zu den Wurzeln sich besinnen, zu den wirklichen Wurzeln und nicht das, was vorgegaukelt wird als Wurzeln zu sein angeblich, ja, dann würden ja ganz einfach Menschen in ihre eigene Kraft kommen, um auch mehr zu entdecken, wer die eigentlich sind und woher wir kommen. Und so ist es unter anderem, wie gesagt, dieses allsehende Auge, das grüne Baum, ja, aber ohne Wurzeln. Und du weißt ja selber, ein Baum ohne Wurzeln kann eigentlich nicht existieren. Irgendwann mal trocknet es aus. Und das ist im Umkehrschluss auch sehr wichtig, auch für die deutsche Bevölkerung, zu erkennen. Und zwar, dass wenn die auch als Volk, als Nation, als Volk und die Stämme und Sippen weiterleben möchten, ist es sehr wichtig und entscheidend, dass die ihre Wurzeln beleben. Und wer ein Baum von den Wurzeln ihre Kraft danken, um hier besser gemeinsam wirken zu können, hier zum Wohle der gesamten Menschheit. Nun, wir schauen uns mal weiter, was so Interessantes gibt. Und dann, wenn es was Neues zu berichten gibt, Interessantes, zeige ich ja auf alle Fälle, was hier Interessantes gibt. Bis später. Würde die Hand anders drehen? So, oder? Ja, genau. Und dann jetzt oben. Ja, ja. Ja. Ja, super. In unseren Vorfahren von den Slawen und Iren, die hatten eine eigene Zeitrechnung. Und zwar nach unserer Zeitrechnung wirkt es gerade das Jahr 7522. Und mit dem Jahr 7521 hat eine neue Epoche von Länge 1620 Jahre begonnen. Und der Behüter dieser Epoche, dieser Gott heißt Veles. Und der hat als Wappentier und so Krafttier ist bei ihm Wolf. Weil fängt die Epoche des Wolfes, hat jetzt angefangen, von den 1620 Jahren. Die Epoche des Fuchses ist zu Ende, ja, und die Epoche des Wolfes hat jetzt begonnen. Ja. Das heißt, es war jetzt genau meine Zeit, oder? Ja, genau. Meine Zeit hat begonnen. Hat schon begonnen, genau.
So was ist zum Beispiel auch selber gemacht. Keine dieser Warenjobs. Ja, Rosegussfibeln und also Handarbeiten, hier Brettchen legen und Nadelbinden. Genau. Haben Sie einfach. Beide tragen schon den anderthalb Händer bei sich. Ich wiederhole, die erste Runde geht auf 60 Sekunden. Für diejenigen, die das erste Mal hier am Feldrand stehen, in der ersten Runde werden Treffer gezählt. Mit Zeitablauf auf Treffer. Treffer bedeuten allerdings, und das ist es, was den Vollkontakt ausmacht, keine Breitseite, sondern allein die Schneide. Es sei mir gestattet, euch kurz diese Waffe zu zeigen. Diese Waffe teilt sich in die sogenannte Stärke und in die sogenannte Schwäche. Gezählt werden nur Schläge, die mit dem obersten Drittel mit voller Wucht und mit der Schneide durchgezogen werden. Alle anderen Treffer, wie gesagt, Physik, Kraft mal Weg, Hebelwirkung, zählen nicht als sogenannte Wirkungstreffer, sondern die Schläge müssen dementsprechend mit aller Kraft sitzen. Die Kombattanten sind sich dessen bewusst, aber ich möchte euch, Volk von Bogen, das nochmal vor Augen führen. Das, was hier gekämpft wird, ist kein Spaß. Ich darf die beiden in die Mitte bitten und unter eurem Jubel mit entsprechender Untermalung bereit für den ersten Gang. Eine, ich darf so frei sein und es sagen, etwas verhaltene Runde gesehen. Die Kämpfer haben sich gegenseitig abgeschätzt, sie haben gewartet. Die Schwerter waren oft in der sogenannten Bindung. Das heißt, sie haben taktiert. Doch jetzt mit der zweiten Runde, eine Runde hat ein Kämpfer schon gewonnen. Jetzt geht es wirklich ans Eingemachte und auch euch möchte ich jetzt etwas parteiischer sehen. Ich möchte euch bitten, euren Favoriten, den Ritter eurer Wahl, entsprechend anzufeuern. Sei es mit den Worten, entweder Salzburg oder kürz mir es ab und sage einfach nur Axel. Aber Franken! Entweder seid ihr für die Österreicher oder ihr seid für Franken, aber ich möchte, dass ihr die Kämpfer dementsprechend unterstützt. Kämpfer zu mir! Franken! Bereit für die zweite Runde, Zeit bereit, Schasch bereit, ready, go, fight! Franken! Maschimo! Rubimo! Stopp! Stopp, Fight! Kämpfen ihre Ecken. Wie ich es vorhin gesagt habe, das sind nahezu 40 Kilogramm. 40 Kilogramm Bewaffnung, Gambeson, Bekleidung, Eisen, die die Kämpfer noch tragen. Sie haben einen Mundschutz, einen modernen Zahnschutz. Einzig und allein zum Schutz natürlich der Zähne, die uns alle wichtig sind. Aber sie müssen durch diesen Mundschutz atmen, sie müssen durch enge Löcher atmen und sie müssen den ganzen Körper versorgen. Das heißt, die Kämpfer gehen auch, wie wir jetzt im letzten Kampf gesehen haben, an ihre eigene Erschöpfungsgrenze. Einer der beiden stand jetzt nur noch und hat Schläge kassiert. Auch das kostet Energie. Nichtsdestotrotz sind es beide nochmal eures Applauses würdig.
Und auch hier die Entscheidung der Judges ist gefallen. Diesen Gang gewinnt zu meiner rechten Achse. Franken! Und voll zu Bogen, feuert euren Favoriten an, in Schwarz Andreas, in Blau Harald, beziehungsweise Mono. Wieslaw. Ganz kurz, mit die Sonnenfee hat mir jetzt was sehr Interessantes geschickt. Über 700 Sonnentagen hat sie gesagt, wurde es aufgeladen. Nehmen wir doch gerne das Geschenk mit. Sei gegrüßt, hier ist nochmal Vyacheslav Zevol. Nun, als Fazit zu den rauten Tagen im Bogen kann ich ja Folgendes sagen. Vom Prinzip ist es gut, dass die Menschen zu den Wurzeln sich besinnen und einfach mal wenigstens kurz in diese Zeit eintauchen wollen und auch anderen zeigen wollen, wie ihre Vorfahren vor 500, vor 1000 Jahren oder vor 1500 Jahren gelebt hatten. Und für die Besucher, die dorthin gehen, macht das auf alle Fälle Sinn, mal zu schauen, wie die dort gelebt hatten und auch was wichtig ist. Mitmachen selber bei den Veranstaltungen, wenn du dorthin gehst, sei es beim Tanzen oder bei Spielen oder sonstiges, um dadurch noch mehr einzutauchen in diese Zeit. Also vom Prinzip her kann ich sagen, es ist gut, dass solche Veranstaltungen stattfinden, zumindest in Bogen hat es mir gefallen und auch von der Energie her war es dort gut. Was aber verbesserungswürdig dort ist, auch auf alle Fälle, ist, dass zum Beispiel die Menschen sich jetzt nicht unbedingt auf 1200 sich begrenzen sollten, also um 1200 so haben wir gelebt oder meinetwegen um das Jahrtausend rum, sondern es macht Sinn, also zeitunabhängig zu sagen und sagen, so haben unsere Vorfahren gelebt. Und was der zweite wesentliche Punkt ist, was verbesserungswürdig ist, dass es einfach sein sollte, nicht zu einem Fest zu gehen und sagen, ja, jetzt war ich mal dabei und es hat mir gefallen und ich gehe nach Hause und schaue im Fernsehen und ziehe nach wie vor die Kleider an, die ich bisher angezogen habe. Sondern es macht Sinn für die Menschen, die sich mit ihrem Vorahnenerbe beschäftigen, auch ins tagtägliche Leben diese Kultur auch hier mitzubetragen. Sei es zum Beispiel in so einer Kleidung zu gehen oder entsprechende Schuhe anzuziehen oder sonst wie. Also es macht auf alle Fälle Sinn auch für die Menschen, dass die zum Beispiel auch in den Kleidern her, sie dementsprechend das ins Leben zu integrieren. Als beispielsweise, dass die Frauen mehr Röcke oder Kleider tragen sollten und Männer natürlich dementsprechend auch den Hosen. Denn wenn du dir heute im tagtäglichen Leben anschaust, die meisten Frauen tragen entweder Hosen oder Jeans. Die Männer auch entweder Hosen oder Jeans, also, obwohl das für die Männer ja normal ist, zum Beispiel solche Hosen zu tragen. Aber die meisten werden von der Kultur dann so geprägt, dass die wie gleichgeschaltet sind und die gleiche Schuhe haben oder auch gleiche Hosen und so weiter haben. Deswegen macht das Sinn, individuell zu sein und auch individuell durchs Leben zu gehen und auch individuelle Erkenntnisse zu machen, was für dich heißt, mehr zu erkennen, um ein noch besseres Leben zu führen. Also, ich kann dir nur sagen, falls du in der Nähe hast, solche Mittelalterveranstaltungen oder sonst, geh dorthin, tauche mal ein in diese Zeit und schau selber für dich, was kannst du jetzt in das heutige Leben noch hier mit integrieren, um ein noch besseres Leben zu haben.
Mir hat es gefallen und ich werde auch auf alle Fälle selber in Zukunft zu solchen Veranstaltungen gehen, als Besucher oder auch selbst als Veranstalter. Und wer weiß, vielleicht werden wir sogar in einigen Jahren solche Veranstaltungen deutschlandweit organisieren und dann werden wir uns irgendwann mal auch hier sehen, wenn du zu so einer Veranstaltung von uns gehen wirst. Alles Gute wünsche ich dir weiterhin, Vyacheslav Zaivol.